Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe schon gehört, Sie sind eine großzügige Präsidentin wegen der Redezeit. Ich werde mich aber beeilen. Ich werde mich aber beeilen, dass wir dann rechtzeitig fertig werden. Frau Weisgerber, wir werden noch mal richtig gute Freunde, NRW und Bayern. Wir geben beide die Förderung für die Sozialraumförderung zweckgebunden aus. Wir haben natürlich ein großes Ziel. Wir brauchen eigentlich mehr sozialen Wohnraum und mehr soziale Wohnraumförderung. Und deswegen müssen wir auch mit Blick auf die wachsenden Anforderungen in den Regionen dafür sorgen, dass wir eigentlich noch mehr Geld in die soziale Wohnraumförderung, aber zweckgebunden einspeisen. Ich hoffe, Sie werden uns da unterstützen und wir gehen da einen gemeinsamen Weg. Frau Blum, ich bin immer begeistert von Ihren Reden, aber Sie haben mir heute gesagt, wir haben eigentlich das, was finanziell bisher nicht passiert ist, noch nicht mal aufgeholt. Also die Menschen sind aus der Wohngeldförderung herausgefallen, aus dem Wohngeld. Es ist kein großer Wurf. Ich bin froh, dass so viele Menschen, fast 900.000, wieder davon profitieren, 300.000 neu. Das ist ein großer Gewinn für uns, das ist vor allen Dingen ein großer Gewinn für die Menschen heute Morgen. Und wir wissen genau die Zahlen. Wir wissen genau die Zahlen. Wir haben 9% der Hartz-IV-Haushalte, die arbeiten gehen. Der Kollege Claudio Lemme hat es gerade auch, Steffen Claudio Lemme, geschildert. 9%, die arbeiten gehen, die können ihren Lebensunterhalt finanzieren, aber nicht das Wohnen. Das müssen wir ändern, da haben Sie recht. Aber deswegen haben wir einen sehr intelligenten Entschließungs- und Änderungsantrag auf den Weg gebracht. Und ich bin ja sehr froh, dass bei uns der Haushälter gesprochen hat. Wir sind sehr sicher, dass wir in 2 Jahren, weil wir einen Prüfauftrag auf den Weg gebracht haben, hier eine Dynamisierung bekommen und auch das Klimawohngeld vorfinden werden. Und ich bin sicher, dass wir auf einem sehr guten Weg sind, insbesondere bei der Ministerin und dem Bündnis fürs Wohnen. Und Herr Kühn, viele Dinge brauchen eben auch vielleicht eine längere Beratungszeit. Wir haben ja das Bündnis nicht gemacht oder eingeführt, weil wir vorher alles wussten. Sondern wir haben gesagt, wir wollen die Fachleute, eben alle Akteure auf dem Wohnungsmarkt, auch mit einbinden und hier eben punktgenau und bedarfsgerecht Lösungen finden. Und ich bin der Ministerin sehr dankbar, dass sie jetzt für September die ersten Ergebnisse angekündigt hat. Und ich hoffe, dass wir daraus eben gute Entscheidungen ableiten werden. Ich bin der Ministerin auch sehr dankbar, dass sie das Wohngeld als in seiner sozialen Funktion gestärkt hat, dass wir das Wohngeld eben auch gestärkt haben als vorgelagertes Sicherungssystem. Wir haben aber noch viele Aufgaben. Das Wohngeld kann nicht alleine die sozialpolitischen Probleme lösen. Zu geringe Einkommen, zu geringe Renten, das kann nur ein Instrument sein. Aber ich will Ihnen noch 2, 3 Dinge sagen, die vielleicht auch noch wichtig sind in den nächsten Monaten. Wir müssen die Modernisierungsumlage müssen wir angehen. Und ich hoffe, dass wir im Dezember einen guten Gesetzentwurf vorliegen haben durch Heiko Maas. Und der zweite große Punkt, und jetzt höre ich auf, damit ich einigermaßen in der Zeit bin, ist das große Thema Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, weil ich glaube, dass wir als Bund hier in der Vorbildfunktion sind. Ich sage das immer wieder. Ich hoffe, dass wir Lösungen hinkriegen, insbesondere in Ballungsregionen. Herzlichen Dank, Glück auf. Vielen Dank dafür, dass Sie auch